Hallo Leute und willkommen zu GTA 4 LCPDFA. Dieses Mal habe ich den LCPD Washington und noch dazu, Leute, muss ich hinzufügen, in dieser Folge bin ich schon ein klein wenig gemein zu der Bevölkerung und auch von meinen Kollegen in Liberty City, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe gar keine. Also Leute, bitte wundert euch am besten nicht. Also, viel Spaß mit dem Video. Wow. Diese Straßensperre wird jetzt als so ein paar Kollegen reinspawnen und das wird nur interessant enden. Roadblock set in Albany Avenue, Jade Street. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man es nicht Jade ausspricht im Englischen, also ja. Oh Kollegen, ihr habt euch schon mal angestrengt, also das kann man schon mal sagen. Ich weiß, hier ist es schon klein wenig krass, weil ich gerade eben von einem Standpunkt rede, ich mach gar nichts und guck nur zu. Ich weiß, Leute, aber lasst mich doch mal ein bisschen lästern über meine Kollegen. Vor allen Dingen, wenn die so einen Scheiß abziehen. Oh Gott. Vor allen Dingen, wenn die auch noch einen, beinahe ihren eigenen Kollegen überfahren. Wow, haben sie sogar. Never mind. Okay, das ist jetzt ein klein wenig neu, weil der Typ sieht so aus, als hätte er eine ID von 1960 oder 50 und er ist böse. Das ist abnormal. Aber dass er auch noch versucht, bei so einer Meute, die gerade eben hinter dem hinterher rennt, zu fliehen, ist schon ein klein wenig mutig, muss ich ja zugeben. Warte mal, ist der tot? Naja, jetzt ist er auf jeden Fall so. Also nee, müssen wir weitergeben. Dann erstmal hier die Sirene aus und von hier ganz schnell verschwinden. Das waren meine Kollegen, nicht ich. Ja, also wie man gerade eben sehen konnte, ich habe gerade eben nur beobachtet, was meine Kollegen hier abgezogen haben. Ach, wisst ihr was? Vergessen wir es einfach so. Prius, wieso auch nicht? Oh Lordi. Ich könnte auch hier diese Fahrzeugkontrolle machen oder, wenn ich jetzt erstmal ganz bösartig bin, ihn einfach weiterschieben. Kollege, jetzt fahr rechts ran. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Auch wenn ich gerade eben eine Verfolgung hatte, aber ich brauche unbedingt noch eine. So, tada. Und wisst was, Leute? Ich werde jetzt auch erstmal hier das Wetter ändern und zwar foggy. Sieht doch romantisch aus. Aggressives Fahren. Ja, ja. Hat man natürlich gesehen. Driver's License. Okay. Markus Tod. Was zum Teufel? 1970. Ja, also, diese ID liegt gerade eben so, sag ich mal, im Mittelmaß. Soll heißen, wenn es Leute gibt, die böse sind, liegen die schon im Radius von 1970 bis 1980. Dementsprechend, ja. Aber jetzt rede ich auch nur von der alten Version. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier aussieht. Ich habe nichts gesagt, okay? Wow. Valid und gar keine Wanted auf ihn angesetzt. Ansonsten einmal angehalten worden und einen Strafzettel. Wunderbar. Wie man sehen kann, hat mein Kollege gerade eben sehr viel Spaß. So, Warning. Soll ich meinem Kollegen helfen? Er hat's aufgegeben. Er läuft ein paar hundert Meter, wenn überhaupt. Oh, deswegen. Warte mal, was? Ah, okay, ich habe gedacht, er hat's aufgegeben, aber er hat eher gewartet, bis er wieder aufsteht. Ach so, dann, Leute, mein aufrichtiges Beileid. Ich wollte nicht meinen Kollegen im Dienst beleidigen. Eigentlich höchstens eher persönlich, aber scheiß drauf. Ah, ja, sein Rücklicht ist schon. Camaro. Den habe ich schon seit einer langen Zeit nicht mehr angehalten. Kollege, du siehst doch, dass ich stehe. Komm schon, hast du jemals was von Bremsen gehört? Gott. Ja, Order. The fuck? Und wie es aussieht, hat gerade eben mein Kollege einen Anfall. Edwin LeBlanc, 1989. Nicht schlecht. Und wie viel Laufleistung hat er schon runter? Du musst wissen, ich suche gerade eben auch nach einem und hätte nichts dagegen, mal einen von so einer Fahrzeugkontrolle
mitzugehen. Ich habe gerade komplett den Faden verloren. Was zum Teufel war das gerade eben überhaupt? Activate or deactivate AP. Ich musste so mal kurz nachgucken, weil ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr den Namen. Wow, einmal angehalten worden, ansonsten alles sauber, toll. ANPR. Okay. Nicht niesen. Nicht niesen. Komm schon. Oh. Jetzt hier erstmal Warning. Als nächstes würde ich mal hier meinen lieben Caprice-Kollegen anhalten, weil der Typ erstmal offiziell Hilfe braucht. Ja, das soll ich meinem Kollegen sagen, dass er schon weg ist, aber dann wiederum sehe ich eigentlich gerne, wenn mein Kollege so verwickelt ist in der Arbeit. Also, das kann ich jetzt nicht von jedem hier sagen. Also, ja, komm schon, überspringen wir das. So. Wow! Und mein Kollege wurde angefahren. Und die Gott, wirklich? Ich meine, dass sie ihn angefahren haben, geschenkt, aber auch noch über ihn drüber fahren. Das ist wirklich mies, das muss ich echt zugeben. Und was noch mies ist, dass sie gar keinen W-Punkt auf der verdammten Brücke setzen kann, aus irgendeinem verdammten Grund. Und ja, ich habe gerade irgendwie einen Fetisch auf, verdammt nochmal. Ja, ich drück hier drüben, und ich krieg dort einen Wegpunkt. Das Spiel ist doch wirklich auf Drogen, oder? Oh, Caprice. Ich meine, wärst du mir nicht hinten drauf gefahren, dann hätte ich dich niemals verfolgt. Aber wer weiß, vielleicht ist das jetzt sogar dein Plan. Wieso nicht? Aber beeil dich dann bitte mit dem Erschießen, okay? Ja, wie gesagt, Zeit ist knapp und ich habe irgendwie vergessen, wie der Spruch nur weitergeht. Naja, auf jeden Fall. Erstmal hier rüberfahren, Kollege. Ich habe jetzt eigentlich ein bisschen mehr darunter erhofft mit diesem Pit-Manöver, aber naja, man kann es ja die ganze Zeit nochmal nachholen. Nope, sondern hier, jetzt da. Das hat sich lecker angehört. Also das Positive, was ich jetzt eigentlich noch sagen muss, ist, es gibt ja gleich ein Polizeirevier hier in der Nähe und da kann ich ja gleich einen Kollegen wiederholen. So, komm schon, steig aus. So, und jetzt erstmal Hände hoch. 3, 2, 1, 0. Naja, ich habe jetzt eigentlich hin und wieder mal auf E gedrückt, aber eigentlich oft genug, dass er stehen bleiben soll und Hände hochnimmt. Ich weiß, es wirkt komisch. Ich würde jetzt im echten Leben auch nicht jemand hinten hinterher rennen und einem 16 die ganze Zeit auf E drücken. Also mit dem Keyboard, aber es ist im Spiel, deswegen. Disregard! Toll! Obwohl, nein, ich genieße es eigentlich gerade eben eher allein zu sein. Wisst ihr was? Mein Kollege ist eh überbewertet. Dafür ist es doch viel lustiger, die ganze Zeit jemanden hinten drauf zu fahren. Ja, das wollte ich eigentlich gerade verhindern. Er raucht schon mal nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hallo! Dodge Viper, ich kann überhaupt nicht mehr fahren. Das freut mich. So, komm schon. Komm schon, er macht den Weg frei. Das ist unglaublich. Fahr! Es ist grün, Kollege. Warte mal, was? Du willst mir jetzt wirklich, wirklich, denkst du wirklich, dass es eine tolle Idee ist? Ein Crash. Spiel, das hier war gerade eben nicht unbegründet, dass ich den erschossen habe. Wer muss wissen, normalerweise kriege ich immer einen Crash. Ja, natürlich. Wenn ich jemanden Unschuldiges erschieße. Also, yeah. Also, Leute, bis gleich. Es ist gerade eben verdammt erstaunlich, wie oft mir gerade eben ein Fahrzeug hier in die Seite reingefahren ist. Nur weil ich einen Zentimeter zu weit drüben stand. Er verkauft. Wirklich? Sag mal, könnt ihr mir überhaupt ausweichen? Heilige! Ja. Wie man sehen konnte, der Typ hat sich. Tut mir leid. Wie man sehen konnte, der Typ war anscheinend ein Dealer. Aber er könnte wahrscheinlich auch was anderes sein. Wahrscheinlich hat er gerade eben nur was bekommen von seiner Oma und ich habe ihn jetzt getötet dafür.
grundlos. Naja, wisst was, scheiß drauf. Auf jeden Fall, das Interessanteste ist ja, die kurzen Sonnenbrillen, die es hier in diesem Spiel gibt, tragen diese Polizisten. Obwohl es nicht wirklich schnell, aber scheiß drauf. Shots fired. Oh, warte mal. Shots Fired ist ja nicht mehr so ein Prank-Call wie damals, sondern beim letzten Shots Fired, den ich mal reinbekommen habe und den ich wirklich machen durfte, waren 4 Leute dort, ich glaube sogar 5, und hatten alle Waffen. Und ja, das war ein klein wenig interessant, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, ein paar habe ich überfahren, ein paar erschossen und ich glaube, einer hat es überlebt. Hoffe ich mir da nicht mehr sicher bin. Naja, man vergisst schnell, wenn man so oft Leute tötet. Das ist einfach nur schlimm. Bin ich jetzt richtig? Wisst was? Ich guck mal, dass ich einfach mal hier in der Nähe ein bisschen rumguck. Arrest or kill the suspects. Warte mal, wo sind die überhaupt, diese Flitzpiepen? Okay, da ist schon mal eine Flitzpiepe. 3 sind es jetzt schon mal insgesamt. Oh nein. Not on my watch, boy. So, einer ist schon mal tot. Der eine da unten hat sich jetzt nicht wirklich gewehrt, aber es hätte er, wenn er rausgefunden hätte, dass ich direkt hinter ihm war. Also, oh Gott. Wie zum Teufel, das gerade eben mein Charakter geschafft. Mit dem Lauf nach unten, den zu erschießen. So, the area is safe. Ja, ist ja alles nur nach Plan gegangen. Warte mal. Wurde dieses Licht eingefahren oder war es schon eingefahren? Da bin ich mir nämlich nicht mehr so sicher. Apropos eingefahrenes Licht und eingefahrene Blueburn. Ja, ich bin gerade eben auch auf einem sehr interessanten Trip. Abgefahrene Glühbirne. Wo ist denn meine Glühbirne namens Kollege? Ist das da vorne? Ah, oh, da kommt er ja. Währenddessen kann ich ja mal den Mechaniker anrufen. Weil bis der hier ankommt, ist er schon fertig mit dem Wagen. So. This car is in good condition. Okay, touché. Die Kratze kann man jetzt nicht mehr sehen und das Einzige, was an Schaden da ist, ist hier dieser... Eine ganz kleine Beule und ein eingefahrenes Licht. Dankespiel. Dankespiel. Keine Ahnung, wieso ich jetzt das Spiel dafür verantwortlich mache, aber naja, man kann es natürlich auch machen. Ein türkisen Porsche Panamera. Nun gut, wenn es seine Lieblingsfarbe ist, dann so, dann sage ich ja mal nichts. Ice Cream Van. Oh ja. Komm schon, fahr rechts ran. Du bist doch bestimmt ein ganz böser. Das weiß ich doch. Oh Gott. Der macht gerade eben wirklich Witze, oder? Fahr rüber! Oh, bevor ich es vergesse, was du für einen Strafzettel bekommen, dass ich die rübergeschoben habe. Natürlich nur wegen dem roten Licht und nicht, dass ich die rübergeschoben habe. Warum erkläre ich sie überhaupt? So, exit your vehicle. Hola? Okay. Aggressives Fahren. Ja, hört sich ja komplett normal an. Pff, was war denn das für eine Antwort? Valentin Gallagher, 1982. Nun gut. Hey, wie geht's denn so? Hast wirklich Glück, dass ich gerade eben in was anderem verwickelt bin. Ansonsten, ja, hätte ich dich jetzt erstmal aus dem Fahrzeug rausgezogen. Da. Valentin Gallagher. Also, dieser Name hat's wirklich in sich. Das muss ich wirklich ihm lassen. So ein langer Name, damit nichts rauskommt. An Tagen wie diesen fühle ich mich komplett verarscht. Natürlich. Ja, Shift und X. So, halt noch ein klein wenig durch. Ich muss nur währenddessen noch kurz was machen. Oh Gott, bin ich nicht einfach hervorragend in diesem Punkt. Gott, meine Unterstützung für die Zivilisten ist nicht vorhanden. So, Warning. So, bis später. Hoffentlich wirst du es schaffen. Vielleicht auch nicht. Okay. Warum sagen die ganze Zeit Hola? Ist mir eigentlich nicht bewusst gewesen, obwohl... Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob Hallo auf Hawaii Hola war, aber ich glaube mal weniger Scheiße. GMC Savannah. Ich konzentriere mich jetzt mal lieber auf diesen Wagen.
ist jetzt immer noch mein Fahrzeug in der Good Condition, dass ich es jetzt nicht reparieren lassen kann. Ich hoffe mal nicht. Ich werde ihn sowieso gleich anfordern. Ich schwöre bei Gott, der Nächste, der das sagt, der wird überfahren oder erschossen. Oder? Du stehst doch schon direkt daneben. Na dann. Grand Chase. 1967. Okay. Na dann. Bin ja mal wirklich gespannt, was seine ID so über ihn preisgibt. Ich werde jetzt schon fast darum wetten, dass der Typ ganz brav sein wird, nicht fliehen wird und dass sich hier nichts rausstellen wird. Oh mein Gott, wie überraschend, nur einmal angehalten worden. Das ist das einzige Vergehen, was er auf seiner ID drauf hat. Da kann ich wirklich im Strahl kotzen. So, hier, Warning. Ein gelber Ford Bronco, den muss ich einfach anhalten. Da, 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 da. Hallo. Ja, fahr jetzt einfach an, ne. Komm schon. Na dann. Ist es untypisch? Ich meine, es ist ja gut, wenn man es ja sagt, aber trotzdem, es wirkt ein wenig komisch, wenn man es so sagt. Ja, komm schon. Obwohl, bevor ich es vergesse, ich kann ja eigentlich das hier noch aktivieren, damit ich sehen kann, wie schnell er ungefähr fährt. Wow, das ist nicht übertreibt. Ja, die ganze Zeit mit Anschlag 50 km/h fährt, das ist schwer beeindruckend. Kann ich jetzt vielleicht Leck mich spiel, vielleicht ein bisschen mehr? Okay, dann eben dort. Wieso auch nicht? Ich nehme es jetzt einfach an. Ich hoffe jetzt auch, dass er geradeaus weiterfahren wird, auch wenn ich denke, dass er gleich abbiegen wird, aber ich meine, die Straßensperre sollte nah genug sein. Was soll jetzt diese Aktion denn bitte, Kollege? Du wirst jetzt ein ganz braver sein, hier rausfahren und gegen diese Straßensperre da vorne fahren. Ganz einfach. Naja, wenigstens bin ich hier nicht gerade der Einzige, der komplett behindert fährt. Zwei Fahrzeuge und die haben den nicht getroffen. Warte mal, hier müssen es doch... Sind die... Wisst ihr, Leute, ich finde es wirklich toll, wenn ich eine Straßensperre anfordere, die nicht auf ihrer Position bleiben können, aber meinen, mich dann unterstützen zu müssen. Und guckt jetzt mal, wo die jetzt sind. Da unten. Das ist wirklich hilfreich. In so einem Ausmaß, dass ich da auch kotzen könnte wie im Strahl. Und ich kann euch noch sagen, was zum Kotzen ist, mein Deutsch. Das ist wirklich schon langsam schrecklich. So, komm schon, fahr jetzt einfach raus, danke. Ist ja eine Funktion. Oh Gott, hatte ich gerade wirklich den Spiegel in die Fresse bekommen. Na dann. Danke, Kollegen. Oh nein, das hätte es wohl gerne. Vier Streifenwagen und die kriegen das nicht geschissen, was ich gerade eben getan habe. Oder das hier, und zwar ein Ferrari 458. Ja, ordentlich zu beschädigen. So, mehr wollte ich eigentlich nicht machen. Das ging ja nicht erstaunlich schnell, muss ich schon zugeben. Mach ich mal gleich bei der Camaro Z1 weiter. So, komm schon, rückwärts fahren, sehr gut. Ich wollte eigentlich nicht ihm hinten reinfliegen, das kann ich euch schon mal bestätigen. Das war nicht mein Plan. Meine Tür existiert wahrscheinlich dann nicht, oder wie es aussieht? Speeding. Obwohl, nein. Das Fahrzeug, ja, das ist viel besser. Ich werde irgendwann mal zur Hölle kommen. Ja, okay, Word. Kedrick Rodriguez. Toll, 1994. Der ist jünger als ich und fährt jetzt eine Camaro Z1. Na dann, na dann. Oh Gott, das ist jedes Mal schöner, dass hier passiert. Ich meine,
Das muss erstmal ein normaler Mensch von sich geben können. Bah, solche Fahrzeuge mit so einem Alter zu fahren, das ist wirklich abnormal. Meint man gerade eben, der hat nie in seinem Leben was anderes gefahren, außer diese Corvette. Camaro. Meine Güte. Wow, noch nicht mal einmal angehalten worden. Ansonsten ist alles wieder pitzeblank. Das freut mich auch. Na dann. Habt noch ein viel schönes Leben, weit, weit weg von mir. Also Leute, das war jetzt erstmal GTA 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich dann erst mal sagen, bis später.